Also Aspern, die U-Bahn-Station ist ja eigentlich sowas wie ein UFO, was auf einer freien Wiese gelandet ist. Also im ersten Moment ist da eine Pathosform mit einem wahnsinnigen Eingang, der eigentlich auf eine Wiese geht. Und es hat so eine unglaublich seltsam surreale Enttäuschung, die ich aber auch ganz toll finde und so was Kafkaeskes, also habe ich irre gern gemocht. Das wird natürlich jetzt durch die neue Trabantenstadt, die entsteht, ein ganz beliebter Platz werden. Also eigentlich finde ich die Situation, so wie sie jetzt ist, fast besser, wie es mal werden wird. Wir stehen hier in der Station Aspern Nord, in der Stefan Huber als Sieger aus einem geladenen Wettbewerb hervorgegangen ist. Die Jury ist eine unabhängige Jury, die auf 3 Jahre bestellt wird und aus 5 Mitgliedern besteht, sowohl nationale als auch internationale Mitglieder. Die Kunst im öffentlichen Raum GmbH oder auch kurz KÖR genannt, ist eine städtische Institution. Wir sind zuständig für alle 23 Bezirke in Wien und sollen dort im öffentlichen Raum permanente und temporäre zeitgenössische künstlerische Projekte umsetzen. Die Zusammenarbeit mit den Wiener Linien und mit KÖR, also Kunst im öffentlichen Raum, die war absolut perfekt. Und auch da mit ganz viel Herzblut an dem Projekt. Also, und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit den Leuten zu arbeiten. Kunst ist ja nicht das Kerngeschäft der Wiener Linien. Ich habe aber die Ehre und Freude, Kunstprojekte, die in den U-Bahn-Stationen realisiert werden, zu betreuen, zu koordinieren. Und wir wollen uns nicht in die künstlerischen Details einmischen. Wir haben einen Kooperationsvertrag mit KÖR, mit Kunst im öffentlichen Raum, wo die Spezialisten sitzen und uns in diesem Kunstbereich informieren. Und meine Aufgabe ist es eher, all die Dinge zu ermöglichen. Wir haben hunderttausende Kunden pro Tag. Wir sind eigentlich das größte Museum in dem Sinn in Wien. Wir haben mehr Besucher als alle Museen in Wien zusammen. Und da ist es schon beachtlich, dass es doch auf eine positive Resonanz stößt. Die U-Bahn-Station Aspern besteht aus einem relativ breiten Bahnsteig. Am jeweiligen Ende dieses breiten Bahnsteigs gibt es eine große Kopfwand. Und diese beiden Kopfwände habe ich immer bespielt mit einer 60 Quadratmeter großen Landkarte. Zwischen diesen Karten sind dann sehr viele bunte Lebenslinien. Diese Lebenslinien symbolisieren die Hauptfiguren, die in den jeweiligen Karten auftauchen. Eine Landkarte dreht sich um 1809, also um die Niederlage Napoleons gegen die Österreicher. Die andere Karte handelt um das Jahr 1912. Dort war in Aspern der Flughafen eröffnet worden. Es war der größte Verkehrsflughafen Europas damals. Also zweimal hat dieses kleine Kaff, dieser kleine Vorort von Wien, Aspern, Weltgeschichte geschrieben. Diese zwei Punkte habe ich aufgegriffen für meine Landkarten. Aber darum habe ich die Geschichte Wiens gesponnen. Also Hochkultur interessiert mich eigentlich gar nicht so viel wie sozusagen die Populärkultur, das Low. Also es ist immer dieses Pendeln zwischen High and Low, dieses Pendeln zwischen Witz und Ernst und irgendwo dazwischen befinden sich meine Karten. Also ich habe sozusagen Geschichten erzählt, auch aus dem Vorstadtbereich, aus der Wiener Bevölkerung. Und ich denke, das sind die Geschichten, warum die Leute zum Teil dann auch vor den Karten stehen bleiben und sich da durchlesen durch diese Karten. An Landkarten fasziniert mich unglaublich, dass es die abstrakteste und zugleich objektivste Darstellung der Welt ist und dass wir das lesen können. Denn eine Landkarte an sich ist ja ein völlig abstraktes System aus Linien und aus Farben.
Also ich gehe ja fast gottgleich vor, indem ich zum Teil neue Landschaften erschaffe, neue Karten erschaffe. Was mir auf der Welt nicht gefällt, kann ich weglassen oder ich kann irgendwie was sozusagen neu dazu erfinden. Ich wollte aber nicht in der U-Bahn-Station, dass Menschen, die mit Kunst überhaupt nichts zu tun haben, sozusagen vor den Kopf gestoßen sind und dann sagen, ja, diese blöde, arrogante Haltung oder was will der Trottel. Ich erzähle ganz subjektiv eine Geschichte über die Stadt Wien, was mich fasziniert, so wie meine Kartografie auch subjektiv ist. Also zu Details, zum Beispiel noch auf der Karte, gibt es ja diese Tanzschritte des Wiener Walzers. Oder viel umfassender auf der Karte ist natürlich Metternich. Also von diesen zwei Kontrollzentren Metternichs geht ja ein ganzes System von Augen und auch von Ohren durch die ganze Karte. Also dieser totale Kontrollfreak, ja, der hat alles abgehört. Jeden Künstler, jeden Schriftsteller, Vorstädte, aber auch sozusagen seine eigenen Untergebenen. Und da ziehen sich ja Nervenstränge, die dann enden in diesen Ohren oder in den Augen, die ziehen sich durch die ganze Karte durch. Also um solche Details gibt es ganz viele, klar. Bei der 1809-Karte habe ich über Kyselak erzählt. Es war ein Tegger, der die ersten Graffitis sozusagen in die Hofburg geschrieben hat. 1912 kommt zum Beispiel so jemand vor wie Charny Breitwieser, der viele Bankeinbrüche gemacht hat, aber auch immer jeweils Geld dann den Armen verteilt hat. Also Wien war vielmehr dieser Schmelztiegel, was es über New York immer heißt, mit den ganzen osteuropäischen Juden, die Ende des 19. Jahrhunderts kamen und eine unglaubliche neue Welt und Intellektualität auch nach Wien brachten. Aber auch, dass gleichzeitig Hitler, Lenin, auch Stalin noch, Trotzki, Freud, Karl Kraus, Alfred Adler, Gustav Mahler, Klimt, alle gleichzeitig in Wien waren. Also dass dort wirklich nicht nur europäische Kultur, sondern europäische Geschichte in allen Varianten, also vom ganz Tragischen bis zu Utopien geschrieben wurde, dass der Staat Israel über Herzl sozusagen in Wien entwickelt wurde. Die Stadt ist ein unglaubliches Energiefeld für menschliche Geschichte.